Manchmal sehnt er sich nach einem ganz anderen Leben, erfüllt von den Erinnerungen einer längst vergangenen Zeit. Die Bilder an der Wand zeigen die Gesichter seiner Lieben, ähnlich unerreichbar wie das Getränk fern seiner Hand. Manchmal ersehnt er sich die Kraft, sich aktiv abzuwenden vom routinierten Raunen der Gestalt in weißer Tracht. Bei entblößter Intervention schämt er sich seiner kreisen Glieder. Er wartet geduldig, doch hellwach, auf die ersehnte Nacht. Doch die Uhr an der Wand ohne Gnade schiebt den Zeiger nur träge voran. Das Uhrwerk in der Stille des Zimmers zieht nur ihn in den Bann. Und irgendwann in seinem Traum darf er wieder um die 40 sein. Liebender Vater und Friedensaktivist, Stütze der Firma, treuer Ehemann und Pazifist. In seinem Traum ist er wieder Held der Arbeit, Angler und Macher mit der ruhigen Hand, ein Freund der Lyrik und der schönen Klänge und viele mehr, was ihn mit dem Leben einst verband. Radio ertönt blechern, die verhasste Welle Nord. Durch die Nase in einem Schlauch gleitet Geschmackloses in seinen Bauch. Überall reges Treiben, Stimmengewirr in einem Wort. Genervt ballt er die Faust, nein, hier ist er nicht zu Haus. Und die Uhr an der Wand ohne Gnade schiebt den Zeiger nur träge voran. Das Uhrwerk in der Stille des Zimmers zieht nur ihn in den Bann. Und irgendwann in seinem Traum darf er wieder um die 40 sein. Liebender Vater und Friedensaktivist, Stütze der Firma, treuer Ehemann und Pazifist. In seinem Traum ist er wieder Held der Arbeit, Angler und Macher mit der ruhigen Hand, ein Freund der Lyrik und der schönen Klänge und viele mehr, was ihn mit dem Leben einst verband. Nicht im Gemäuer gibt er sich Raum für den Namen Heim. Nicht bei dieser Luft, in dieser Raufasergruft. Vielmehr im tiefen Innern, im Subtilen und im Keim. Es wird Zeit für seinen Heimgang. Ist er längst bereit? Doch die Uhr an der Wand voller Gnade schiebt den Zeiger nun stetig voran. Das Uhrwerk in der Stille des Zimmers zieht die Welt in den Bann. Und endlich dann in seinem Traum
darf er wieder um die 40 sein. Liebender Vater und Friedensaktivist, Stütze der Firma, treuer Ehemann und Pazifist. In seinem Traum ist er wieder Held der Arbeit, Angler und Macher mit der ruhigen Hand. Ein Freund der Lyrik und der schönen Klänge und viele mehr. Was sie mit dem Leben einst verband.